Sie wollten nur ihren Ball zurückholen, doch unterschätzten die Tücken des Sees. Im Laher Teich in Hannover sind 2 Kinder ertrunken. Das Gewässer ist auch unter dem Namen Totensee bekannt. Der 9-jährige Armando und der 8-jährige Marius tobten mit einem Mädchen durch den Wald. Plötzlich flog ihr Ball in den Angelsee. Augenzeugen berichten, dass die Jungen im Uferbereich ins Wasser gingen, um den Ball herauszuholen. Wenig später waren sie verschwunden. Das 10-jährige Mädchen rief in der nahen Flüchtlingsunterkunft um Hilfe. Dort kamen die 3 Kinder offenbar her. Das Einsatzteam suchte in dem bis zu 11 Meter tiefen Teich mit Feuerwehrbooten nach ihnen. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem rund 3 Hektar großen Gewässer. Wenig später die traurige Gewissheit. Die beiden Jungen sind tot. Die Feuerwehr zog die leblosen Körper aus dem Wasser. Seelsorger kümmern sich jetzt um die geschockten Menschen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.